Reifen nach unten schenken. Wow, das sieht voll schön aus. Essere bravo a trovare. Thank you.
Will ich in deinem Video machen. Doch. Mhm. Okay, da ich ja nur mit dem Rucksack gereist bin, wollte ich mal zeigen, wie ich hier gepackt habe. Und zwar habe ich hier diesmal diese Packing Cubes benutzt. Da habe ich dann fast alle meine Klamotten reingemacht. Hier so die Bikinis, Badeanzüge und kleinere Oberteile. Und dann ist das alles schön geordnet im Rucksack. Und man kann die halt so richtig schön kompakt zippen. Also mit so diesem Reißverschlussprinzip. Dann sind die so richtig schön komprimiert und passen super gut in diesen Rucksack rein. Wait, we can't go double. Totally. Did a new pasta tool. Yeah. Ravioli stamp. What's the fly doing here? Huh? The fly. This one. Cut garlic. It's a dirt. My favorite. Yeah. Oh, yeah. The sage as well from the. Oh, the sage from the balcony, yeah. It's neither Turkish nor Greek. Emil used to shoot food photography, so he would always need to get different plates to shoot food on. Mm-hmm. So now we have like a completely inconsistent collection of plates. That it cool. Kind of works out, you know? A while, because I had to make the pastry myself. Mm-hmm. But, if you buy the pastry, then it's pretty quick. So, das hier ist heute angekommen. Und mal schauen, ob ich das alleine hinbekomme. Hier steht jetzt die fertige Heizungsverkleidung und wow, ich bin echt begeistert, wie gut das aussieht. Und ich muss hier so ein paar Aussparungen machen, einmal hier an diesen Heizregler und dann auch unten beim Rohr auf der anderen Seite. Da habe ich dann auch eine Einsparung gemacht, damit man das halt einfach ein bisschen besser ranschieben konnte, damit es halt ja nicht ganz so doll absteht, aber man kann es nicht noch weiter ranstellen, weil hier drinnen dieses Gerät dran ist, dann ja, muss es halt einfach so ein bisschen rüber gucken, aber das hätte eh rausgeguckt und das ist dann auch okay. Ja, so oder so sieht es einfach so viel besser aus als vorher. So sieht es jetzt wirklich komplett aus und nicht so unfertig. Jetzt, wenn der Vorhang auch so ein bisschen drüber ist, sieht man das mit dem Regler auch nicht
Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ich musste die Höhe anpassen auf jeden Fall, damit es halt ja genau richtig von der Höhe ist. Und ja, ist auf jeden Fall keine große Sache. Das könnte, glaube ich, jeder von euch irgendwie hinkriegen. Und das habe ich jetzt hier in der Küche auch gemacht. Da habe ich ein etwas anderes Modell ausgesucht, um zu gucken, wie die beiden dann halt einfach in echt aussehen, damit ich da so ein bisschen einen Vergleich habe. Das ist so ein bisschen schlichter vom Modell her. Finde ich auf jeden Fall auch cool. Und auch da musste ich Aussparungen machen, hier so beim Regler. So, hier sieht man es ein bisschen. Da muss ich so ein Loch machen. Und auch unten. Und ja, so passt es auf jeden Fall ganz genau rein. Ja, und wenn man an den Regler will, dann muss man die Verbindung einfach kurz so rausstellen. Und dann verstellt man dann die Heizung. Oder man holt sich einfach diese elektronischen, womit man das dann elektronisch einstellen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, so sieht es jetzt in der Küche aus. Sehr, sehr schön. Viel, viel kompletter. Und es fällt auch nicht mehr so sehr auf, dass die Vorhänge zu kurz sind. Jetzt dadurch, dass man die Heizung nicht mehr sieht. Und dann fehlt eigentlich nur noch eine Verblendung hier jetzt für die Heizkörper im Wohnzimmer. Weil die sind hier auch sehr, sehr unschön. Und da überlege ich mir dann noch, ob ich da das Modell nehme, was ich im Esszimmer habe. Das, was so ein bisschen Blümchenmuster hat. Oder das Modell in der Küche. Das möchte ich mir dann nochmal überlegen, weil ich glaube, es gibt von beiden auf jeden Fall eine Größe, die passen würde. Aber ich kann mich irgendwie noch nicht so richtig entscheiden, welches ich besser finde. Weil irgendwie mag ich das Schlichte mehr, aber vielleicht passt das auch besser. Schreibt ihr mir mal in den Kommentaren, was ihr besser findet. Okay, hoch, runter, hoch. Okay, komm. Nicht so viele Pläne. Heute Morgen war. Ich habe das nicht mehr hier. Wer meine Vlogs schon länger guckt, der weiß, dass ich schon öfter mit Connex zusammengearbeitet habe. Das letzte Mal war aber relativ lange her. Ich glaube, das war noch im letzten Jahr. Also dieses Jahr noch gar nicht. Und ich werde jedenfalls auch immer mal wieder auf Instagram gefragt, ob es nicht einen aktuellen Code gibt. Und ja, diesen Monat gibt es jetzt wieder einen, weil ich für dieses Video mit Connex zusammenarbeite. Und zwar gibt es 12% Rabatt auf eure Bestellung mit so ein paar Ausnahmen auf einigen Marken. Und der Code heißt 12NEASY und ist eine Woche lang gültig. Aber ich schreibe euch die ganzen Informationen, vor allem, falls sich der Codename doch geändert haben sollte, in der Infobox. Dann habt ihr da auf jeden Fall alle aktuellen Informationen auf einen Blick. Das ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um den Code für Sachen einzulösen, die schon seit Längerem auf eurer Wunschliste stehen. Oder falls ihr generell irgendwelche Interior- oder Deko- oder Geschirrartikel besorgen wolltet. Und ich werde euch dann in diesem Video ein paar Sachen zeigen, die ich neu habe von Connex. Und bestimmt auch so ein paar alte Favoriten, die ich schon seit Längerem habe, die es eben bei Connex gibt. Und ja, dann fangen wir mal mit den neuesten und größten Teilen an. Die sind hier im Esszimmer. So, und zwar haben wir hier jetzt im Esszimmer eine Buntmischung aus verschiedenen Stühlen, denn wir haben da jetzt einen Neuzugang. Und zwar ist hier der Stuhl rechts. Das ist der Chair One von Frama und der hat auch von der Optik her so diesen alten Schulstuhl-Vibe. Und der passt auch farblich sehr gut zu den anderen Stühlen. So gut, dass es Johannes gar nicht erst aufgefallen ist, dass wir neue Stühle haben. Er ist so in den Raum und meinte, wie, hier soll was Neues sein? Ich sehe nichts Neues, weil die sich einfach so gut eingefügt haben. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr gut.
Und ja, also das Optische hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen. Ich muss aber dazu sagen, dass die jetzt nicht die ergonomischsten Stühle sind. Also wie man hier sehen kann, ist die Sitzfläche relativ gerade. Aber gut, es soll jetzt auch kein Schreibtischstuhl sein, wo man ewig lange dran arbeitet. Aber ich muss sagen, die sind so ein bisschen höher geschnitten als die anderen Stühle, die ich habe. Und das heißt, das ist für mich ein bisschen bequemer. Dann bin ich da so ein bisschen höher am Tisch. Das ist so irgendwie ganz angenehm für die Ellbogen für mich als kleiner Mensch. Das mal so am Rande. Ich mag auf jeden Fall auch die Kombination zu dem Mischwunsch her. Irgendwie ist es eine coole Mischung. Und die Lampe hier, die Tischlampe, gibt es auch bei Connox. Da habe ich aber die Base angemalt, falls ihr euch erinnern könnt. Die ist jetzt schwarz, war aber vorher eigentlich grau. Also so dunkelgrau. So, ich habe hier schon mal den Tisch gedeckt. Zu dritt. Das passt ganz gut, weil ich habe von diesen Arke-Tellern nur 3 Stück. Und hier haben wir meinen neuen Tortenständer. Der ist super schön, der hat diese schöne gerillte Form. Und endlich habe ich mal eine richtige Unterlage, wo ich Kuchen und Torten drauf machen kann. Und dann habe ich hier auch einen ganz neuen Tortenheber von Georg Jensen, der auch sehr schön ist. Und ich finde, das passt ganz gut von dem Design her mit dem geriffelten. Da passen auch die Ripple-Gläser von Firm Living ganz gut. Und hier haben wir noch einen Wasserkrug von Hey, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist jetzt die kleinere Variante. Nochmal größer wäre es nochmal besser, aber so ist eigentlich manchmal ganz gut für mich alleine, so ein Krug. Und ja, ich mag einfach das Design, es ist so super cute. Ja, das ist schon mal ready und dann kommt auch bald der Kuchen. Ich habe also wieder einen Pavlova-Kuchen gemacht und diesmal habe ich mich an einer etwas anderen Form versucht. Die sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und statt Erdbeeren gab es diesmal Johannisbeeren, wieder mit einer selbstgemachten Johannisbeeren-Soße dazu. Wichtig ist, dass man die aussiebt, dann sieht die schöner aus. Und ja, ich habe wieder kein Rezeptvideo gemacht, aber dann schreibe ich euch die Mengenangaben und die Ofenzeiten in die Infobox. So, der Monat September ist fast vorüber. Ich habe sogar fast das ganze Video schon geschnitten. Und ja, ich habe da jetzt mal sowas ausprobiert, dass ich alle Clips komplett ohne Musik hinterlege und überall halt nur den Originalton lasse, sodass das Ganze so ein bisschen raw ist. Also ich habe das Gefühl, dass man dadurch vielleicht den Zuschauer so mehr in den Moment reinversetzen konnte so, und man so die Stimmung von den Orten irgendwie besser rüberbringen konnte. Ja, irgendwie wollte ich das mal so ausprobieren, wie das Ganze so wirkt. Und ja, ihr könnt mir in den Kommentaren ja mal schreiben, wie ihr das so fandet oder ob es dann zu langweilig war und ihr das mit mehr Musik drunter dann irgendwie schöner findet. Und ja, ich habe das Ganze auch sehr unkommentiert gelassen, wie ich das ja sonst eigentlich immer mache, vor allem auf Reisen. Aber ja, ich dachte, vielleicht ist es irgendwie mal ganz cool so. Und sonst, ja, also ich war halt in Griechenland mit Johannes, das habe ich ja schon in dem Monat davor angekündigt, dass ich ihn sozusagen während seiner Motorradtour, also dass wir uns da irgendwie zwischendrin treffen. Das haben wir auch gemacht, hat alles super geklappt. Und er ist jetzt auch wieder zurück. Er war jetzt insgesamt 6 Wochen unterwegs, was ziemlich krass war. Aber ja, war für ihn auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, das Ganze zu machen. Und ja, im Oktober haben wir beide auf jeden Fall einiges vor und machen etwas, was wir schon lange, lange geplant haben. Aber das seht ihr dann spätestens im Oktober-Vlog dann. Der kommt dann so in der ersten Woche ungefähr vom November online. Und ja, das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!